Ja, hallo ihr Lieben, und heute begrüße ich ganz speziell die 5B der Vienna Business School. Ganz liebe Grüße an die Rima. Wir hatten E-Mail-Kontakt. Die 5B der Vienna Business School macht nämlich euer ein Matura-Projekt. Ich glaube, das Matura-Projekt heißt Projekt Next Gen im Marketingbereich, und da machen sie was mit YouTubern. Ich habe eine Mail bekommen mit einer Liste von Fragen. Jetzt kann ich mir die Finger wundschreiben und ihnen antworten. Oder aber ich mache ein Video drüber. Dann kennt ihr auch alle Antworten auf die Fragen, weil sie sind zum Teil ganz interessant. Und zweitens müssen die lieben Schüler dann alles selber rausschreiben. Ich bin ziemlich gemein, ich weiß. Ich hoffe trotzdem, dass ihr es macht und mit meinen Antworten was anfangen könnt. Gut, dann, liebes Projekt Next Game, gehen wir so. Die Idee, so den Punkt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt mache ich einen YouTube-Kanal, den gab es in dem Sinn nicht. Es war einfach so, YouTube war irgendwann da und die Handys wurden immer besser. Ich hatte damals eine kleine Kamera und alles, was in meinem Alltag so passiert ist, ob lustig oder kompliziert aufgrund der Behinderung, habe ich dann einfach mir Foto festgehalten, und irgendwann sind die Handys so gut waren, dass man da ein Video machen hat können. Und das war dann irgendwie so, ich wollte es einfach teilen, und YouTube war da, und dann habe ich einfach angefangen, das auf YouTube hochzuladen. 2011 habe ich dann mit Marbacher TV eben begonnen, und das hat sich eigentlich so entwickelt. Es war jetzt kein großer Plan dahinter, dass ich jetzt großer YouTuber werde oder so. Gut, da muss ich sagen, weiß ich nicht mehr, weil mir ging es damals auch nicht um die Klicks und die Abos, aber ich hatte per Zufall ein Video, das funktioniert hat, nämlich die Travel Pussy. Ich werde den Link unten in der Beschreibung reingeben. Völlig unspektakuläres Video, ich schwöre. Und nichts Anrüchiges, lieber Herr Lehrer, keine Sorge. Ihre Schüler können sich das ansehen. Es hat sogar einen Bildungscharakter, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall ist es ein total unspektakuläres Video, das aber aufgrund des Wortes Pussy richtig gut ankommt, und scheinbar suchen sehr viele YouTuber und YouTuberinnen nach Pussy. Und deswegen hat das Video, glaube ich, über 300.000 Klicks mittlerweile. Und das hat sehr viele Menschen auf meinen Kanal gebracht. Einige waren von dem Video so begeistert, dass sie mir auch ein Abo dagelassen haben. Und dann ist es einfach geboren. Step by step. Was ich in meinen Videos machen möchte oder vorhab, vor allem jetzt in den letzten paar Jahren, also letzten zwei Jahren, wo ich es intensiv betreibe, ist, ich möchte den Menschen da draußen, vor allem nicht behinderten Menschen, einen Einblick ins Leben eines behinderten Menschen geben, in mein Leben, um ihnen zu zeigen, dass es nicht so traurig ist und so schlimm, behindert zu sein. Wenn mir die Menschen auf der Straße begegnen, dann passiert schnell, dass sie so einen Mitleidsblick drauf haben. Und der ist nicht not. Ich bin nicht krank, mir geht's nicht schlecht. Ich habe meinen Spaß im Leben. Ich habe meine Probleme im Leben, so wie jeder andere. Und das ist es eigentlich. Ja? Also es geht mir nicht schlecht. Und das möchte ich mit diesen Videos zeigen, dass eigentlich alles ganz normal ist, so wie bei jedem anderen auch, und eigentlich manchmal sogar cooler, weil man durch die Behinderung und das Selbstbewusstsein, was ich entwickelt habe, kann man jetzt gut oder schlecht sehen,
also positiv oder negativ sehe. Aber durch dieses Selbstbewusstsein und die Behinderung kann ich auch Sachen machen, die andere, nicht Behinderte, nicht machen. Ich komme an Orte, wo andere nicht hinkommen. Und ich sehe Dinge, die andere nicht sehen. Und das ist oft eine spannende Geschichte. Jedenfalls hoffe ich, dass das für meine Zuseher eine spannende Geschichte ist. Und das Feedback bis jetzt gibt mir recht. Ich habe 2011 mit Marbacher TV begonnen. Davor habe ich schon einen anderen Kanal, auf dem ich einfach kunterbunt Sachen hochgeladen habe. 2011 war für mich klar, Marbacher TV wird jetzt was Ernsteres. Aber es gab keine Vorbilder. Im Gegenteil, es war für mich so, dass ich dachte mir, shit, es gibt keine behinderten YouTuber. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, mache ich es jetzt selber. Heute oder seit ein paar Jahren gibt es schon mehrere YouTuber, die behindert sind. Deutschsprachige und international sowieso. Ein davon, wie ich ganz spannend finde, nicht weil ich selbst anschaue, aber weil das Konzept einfach super ist, das ist die Isoke. Ich werde sie unten verlinken. Das ist ein Mädel, die hat dieselbe Behinderung wie ich, ist aus Deutschland und sie macht diesen ganzen Mädchenkram. Mit DM-Holz, mit Make-up, mit Vlog oder Follow Me Around, mit Kleidchen präsentieren und so fort und so weiter. Einen ganzen Mädchenkram macht sie und das, obwohl sie auch eine behinderte Frau ist, so wie ich, mit der Gerstenknochenkrankheit. Und völlig egal, sie macht es und sie hat damit, ich glaube schon 20, 30.000 oder noch mehr, glaube ich sogar, Abonnenten. Also sie hat echt viele Abonnenten, finde ich cool. Habe 2011 noch keine gesehen und jetzt gibt es jetzt schon mehrere, auch in Wien gibt es jetzt schon ein paar. Und ja, das ist schon ganz cool. Aber wie gesagt, Vorbild gab es damals, als ich begonnen habe, nicht wirklich. Oder kannte ich zumindest keine. Diese Frage kann ich gar nicht beantworten, weil ich glaube, das erste Mal, weiß ich nicht, bin ich um 2000 rum, 2001, vor der Kamera gewesen. Es ist irgendwie so, das war nie ein großes Problem für mich. Ich habe das während der Uni-Zeit, bin ich mit Video und Videokameras und Schnittprogrammen in Kontakt gekommen und das war jetzt kein großes Ding für mich, da vor der Kamera zu agieren. Ich bin eine Rampensau. Da fällt sowas anscheinend leichter. Ich glaube, das Wichtigste ist, er muss für dich selbst interessant sein. Sprich, das, was du machst, muss dir gefallen. Du musst Spaß dabei haben. Es muss dich interessieren, die Kamera einzuschalten, es aufzunehmen, vielleicht nochmal zu machen, weil das Take nicht hingehauen hat, und das dann zu schneiden und hochzuladen und dann auch noch zu posten. Und auch Antworten auf die Postings, auf die Kommentare und die Likes und die Shares. Das muss dir Spaß machen, das muss dich persönlich interessieren. Wenn das der Fall ist, dann ist er interessant für andere Menschen. Ja, das, so würde ich das sehen. Professionelles Equipment? Nein! Wenn du heute ein Handy hast, das die meisten Handys können schon in HD aufzeichnen, Video, das heißt 720 Pixel und das ist genug. Zum Vloggen reicht's allemal. Ich würde sagen, schau, dass du dein Handy fix wohin legst und nicht mit der Hand wackelig hältst, sonst das Video machst du so wie ich. Wenn es zu finster ist im Zimmer, dann nimm dir eine Schreibtischlampe und setz dich drunter. Das ist es. Mehr brauchst du nicht. Und schau, dass das Zimmer ruhig ist. Dann geht der Ton mir vom Handy auch ohne Probleme. Und
Ja, wenn du lustige Ideen hast oder lustige Vlogs machen kannst, so wie in einer fixen Umgebung, dann garantiere ich dir, dass du mit dem Handy das erste Jahr über auskommst. Und wenn du gut bist und das alles funktioniert, dann kommen die Abonnenten. Und dann ergibt sich der Rest von selber. Also technisches Equipment brauchst du eigentlich nicht. Ein Schnittprogramm, Movie, iMovie von Apple oder irgendeine gratis Schnittsoftware für Windows gibt es sicher. Nur googeln und üben, ausprobieren. Also man braucht eigentlich, außer das normale Handy, keine extra Sachen. Oder halt ein Fotoapparat, den es vielleicht hier zu Hause gibt, der auch Video kann. Aber mehr ist sicher nicht notwendig, um einen YouTube-Kanal zu starten. Garantiert nicht. Wie ich zu Diego 5 gekommen bin, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Entweder habe ich es auf Facebook oder über Twitter irgendwo gelesen oder in den Nachrichten gehört. Keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn es jetzt in Österreich ein YouTube-Netzwerk gibt, sowas wie in Deutschland, dann ist doch sicherlich geschickt, wenn man da von Anfang an dabei ist. Und ja, deswegen habe ich mich da gemeldet bei denen und die haben mich dann auch sofort aufgenommen. Was sich daraus noch ergeben wird, werden wir sehen, das wird die Zukunft bringen und ich bin schon recht gespannt drauf. YouTube bedeutet für mich Arbeit, Organisation, Motivation, auch Spaß. Leider noch kein Geld. Aber es ist ziemlich cool, wenn Leute mich auf der Straße anreden und sagen, hey, das Video gesehen, sehr cool gemacht. Oder ich kenne deine Montagswitze. Ein Brüller jeden Montag, genial. Das sind die Momente, wo es dann einfach passt. Dass man sich was macht, dass man sich was antut. Und ja, für das mache ich das eigentlich. Weil man muss immer schon im Kopf behalten, YouTuben und so, YouTuber, alles super cool. Aber damit es super cool ausschaut und damit sich auch was tut auf dem Kanal, ist es einfach Arbeit. Und das darf man nicht vergessen, vor allem wenn man jetzt jung ist und gerne YouTube-Star werden möchte, der ich noch nicht bin, möchte ich auch klarstellen. Aber Star hin oder her, wenn man ein-, zweimal die Woche ein Video machen möchte, dann ist das harte Arbeit. Und das darf man einfach nicht vergessen. Trotzdem macht Spaß und es ist eine coole Sache. Das waren eure Fragen. Liebe Rima, ich hoffe, ich habe dir und deinen Klassenkollegen damit helfen können. Ich wünsche euch viel Glück bei der Matura, schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Baba. Bonusfrage, meine Lieben. Worauf muss ein YouTuber immer achten? Die erste richtige Antwort bekommt von mir einen Fusselroller zugeschickt.